Redewendung des Tages in Saus und Braus. Ursprünglich kannte man nur den Begriff Saus und damit war ein Rauschzustand gemeint. Auch wie in Sause zum Beispiel. Schon 1635 ist dieser Begriff für ein rauschhaftes Leben belegt. Und der Volksmund dichtete dann später aus Gründen des Wortklangs noch den Braus dazu. In Saus und Braus.